Das Klinikum Schwalmstadt ist akademisches Lehrkrankenhaus der Philipps-Universität Marburg. Wir verfügen über insgesamt 8 Fachabteilungen, die technisch und apparativ auf dem neuesten Stand sind. Neben einer Allgemein- und Viszeralchirurgie haben wir eine Unfallchirurgie, Orthopädie und Neurochirurgie sowie eine eigenständige Klinik für Gefäßchirurgie. Des Weiteren eine Klinik für Anästhesie, Notfall- und Intensivmedizin. Und um etwas Leben in das Krankenhaus zu bringen, neben der Gynäkologie eine Geburtshilfe. Natürlich haben wir auch eine große internistische Abteilung mit den Teilbereichen Kardiologie, Pulmologie, Gastroenterologie und Intensivmedizin sowie Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin. Wir sind das Team der Notaufnahme und wir versuchen täglich unser Bestes zu geben und ich hoffe, das gelingt uns auch jeden Tag. In meinem Team sind 23 Mitarbeiter, davon haben bis jetzt 7 Mitarbeiter die Notfallpflege gemacht. Es arbeiten 2 MFAs mit dabei, der Rest sind examinierte Pflegekräfte. Wir behandeln pro Tag ca. 60 bis 100 Patienten. Jeder Patient, der von außerhalb kommt, geht über die Notaufnahme und wird auch angeschaut. Zu uns gehört eine Ersteinschätzung, ein Großraum mit 10 Patientenstellplätzen, 3 Isolationszimmer und ein Schockraum. Es ist hier ein schönes, kleines, familiäres Haus. Jeder kennt jeden. Das Arbeiten macht einfach Spaß. Neue Ideen kann man jederzeit hier einbringen. Ich bin seit 7,5 Jahren hier im Haus Ziegenhain, bin seit 2 Jahren die Leitung der elektiven Aufnahmestation. Bei uns wird jeder Patient zu seinem geplanten Eingriff aufgenommen und zu seiner Operation am gleichen Tag vorbereitet. Ambulante Patienten werden wir nach dem Eingriff weiterhin betreuen bis zu seiner Entlassung. Wir sind ein gemischtes interkulturelles Team. Ich bin gerne hier im Haus. Unser Herz-Gefäß-Zentrum besteht aus den Stationen 2 und 3. Station 2 ist Kardiologie mit Schwerpunkt Herzerkrankungen. Wir haben 40 Betten insgesamt, davon 12 Monitorbetten, wo die Patienten überwacht werden können nach Untersuchungen oder auch bei Herzrhythmusstörungen. Auf der Gefäßchirurgie haben wir 16 Betten. Da behandeln wir Patienten mit Gefäßerkrankungen wie Krampfadern. Und zu sehen, dass ein Patient wieder gesund unsere Station verlässt, ist ja das Größte überhaupt. Ich arbeite auf der Station 5 in Schwalmstadt. Das ist eine interdisziplinäre Station. Der Hauptbereich geht um den Bauch. Also wir haben Allgemeinchirurgie, innere gastroenterologisch, gynäkologische Patienten und auch Belegbetten von einem HNO-Arzt. Wir haben eine Endoskopieabteilung, machen viel gastroenterologische Sachen, sprich Magenspiegelung, Darmspiegelung, Endosonographie und ERCP. Seit 2011 arbeite ich in der Endoskopie, habe 1996 hier im Haus angefangen zu arbeiten, meine Ausbildung gemacht und deswegen komme ich immer wieder gern hierher, jeden Tag. Unsere Intensivstation verfügt über insgesamt 14 Betten, 4 als Intermediate Care Station und 10 Intensivbetten, um schwerstkranke Patienten zu behandeln. Die Behandlung unserer Patienten erfolgt multiprofessionell. Das heißt, in den Behandlungsablauf sind sowohl Pflegekräfte, Physiotherapeuten als auch die Ärzte involviert. Ich bin Kinderkrankenschwester, arbeite seit 31 Jahren im Asklepios Klinikum Schwalmstadt auf der Entbindung. Unser Team besteht aus Kinderkrankenschwestern und Hebammen. Wir haben im Moment 13 Hebammen und 11 Kinderkrankenschwestern, die rund um die Uhr die werdenden Mütter, die gewordenen Mütter, aber auch die schwangeren Mütter betreuen und unterstützen. Unsere Abteilung hat 16 Betten in 10 Zimmern verteilt und aus jedem dieser Zimmer können wir jederzeit ein Familienzimmer machen. Ich bin Stationsleitung auf der Station 7 und angeschlossener Privatstation. Wir betreuen Patienten auf der Privatstation fachübergreifend, gehen direkt auf die Wünsche unserer Patienten ein mit einer zusätzlichen Servicedame, die immer über Handy erreichbar ist und alle Wünsche erfüllt. Mit einem großen Team versuchen wir, die Patienten relativ schnell zu mobilisieren. Ich arbeite hier im OP seit über 30 Jahren und bin dort stellvertretende OP-Leitung. Wir haben einen OP-Bereich, der über 4 OP-Säle verfügt. Dort werden Patienten aus den verschiedenen Fachabteilungen operiert. Wir sind ein tolles junges Team mit Fachkrankenschwestern und OTAs. Bei uns besteht auch die Möglichkeit, die Ausbildung zur OTA zu absolvieren. Wir betreuen die Patienten vor, während und nach den Operationen. In unserem Aufwachraum stehen wir Ihnen 24 Stunden zur Verfügung und natürlich steht uns der Patient im Vordergrund.
Gemeinsam mit Sabine Hoffmann leite ich die Station 1 in Schwalmstadt, Geriatrie und Palliativmedizin. Wir haben 48 Betten verteilt auf 3 Fluren. Unser Team ist sehr besonders. Wir sind ein starkes Team. Wir halten immer zusammen. Wir sind immer gut drauf. Wir machen immer mal einen Witz zwischendurch. Und wenn du dich angesprochen fühlst, darfst du dich gerne bewerben. In diesem Sinne verabschiede ich mich für euch allen. Bleibt schön gesund.